Willkommen bei der Swiss Traders Money Show. Heute Montag, 26.07.21. Wir haben 7.33 Uhr. Ich möchte da gerade mal zeigen, ich habe ja am Freitag geschortet und zwar ziemlich massiv und bin da überrascht gewesen, dass es immer steigt und steigt und steigt. Und ich habe mir dann gedacht, ja, ich werde den Verlust von 1.400 Euro nicht realisieren. Und das, da hatte ich recht. Ich habe gedacht, dass das Gap, das muss ich jetzt da noch darstellen, dass das Gap, nicht das Gap, dass wenn der Dow Jones am Allzeithoch ist, dass das nicht dass vom Allzeithoch, dass das nicht mehr höher gehen kann, sondern dass es runterkommt. Und jetzt bin ich schon auf 351. Aber was ich doch noch zeigen wollte, nee, eigentlich nicht das. Nicht die Markttiefe. Ich wollte zeigen, was der Swap war. Jetzt habe ich da die Dings ausgeblendet. Und über Nacht, das war also pro DAX-Kontrakt. Einen Moment, ich muss es auf dem Handy anschauen. Das war 4,70 Dollar. Was ist es jetzt? Terminal? Den irgendwo, ups, ah, den habe ich nur zusammengefaltet. Also ich musste da, ich bin da mit 18 Kontrakten drin geblieben und ich muss ein Swap von 4,70 bezahlen. Das ist natürlich horrend, ein horrender Zins. Also da, man sollte nicht unbedingt über Nacht drin bleiben, aber es hat sich gezeigt, dass ich jetzt das in diesem Fall gelohnt hat. Wichtig auch noch, das habe ich ja gestern in einem separaten Film gezeigt, dass wenn, schauen wir das hier an, ein Dow Gap, da wir sehen, hier kommt es zu einem Down Gap, dass das nicht sofort gefüllt wird. Also wir müssen damit rechnen, dass es um 8 Uhr oder zumindest um 9 Uhr sehr wahrscheinlich weiter nach unten geht. Das habe ich ja gestern in einem separaten Film gesehen. Da man sieht hier die Upgaps und die wurden noch nicht geschlossen. Upgaps werden natürlich auch nicht garantiert sofort geschlossen, aber Downgaps, wenn wir sowas haben, plumps, und das ist bis 9 Uhr, dann geht es meistens weiter. Gut, hier haben wir zum Beispiel einen Anstieg und erst dann, ups, doch über Nacht diesen Plumps und es geht weiter. Also wir müssen auch jetzt damit rechnen, dass es weiter nach unten geht. Und dieses Gap ist jetzt 15,670 zu 15,574. Also es ist jetzt dann bald, es ist 95 Punkte bis jetzt. Im DAX kommt dann noch dazu, also der Spread, der ist jetzt 4, der war teilweise sogar 6 und bin jetzt da schon mit 384 im Plus, 395, und ich habe um Mitternacht noch 0,1 Dow gekauft. Wo habe ich den? Der ist jetzt mittlerweile, da dieser US30, der ist schon auf 14,95, also der Dow hat jetzt schon fast 100 150 Punkte nachgelassen.
Schauen wir mal die Lage generell an. Also da deutlich das Downgap von DAX. Und wenn wir hier schauen, haben wir hier das Gap ist da bei, beginnt bei 15,584. Wir sind jetzt da schon in das Gap hier reingefallen. Wir sind jetzt da bei 6,9, was gut sein könnte, dass dieses Gap jetzt geschlossen wird. Also auf 15,537. Wichtig ist auch eben, wenn wir da Dow Jones betrachten, da der Durchlaufende ist jetzt genau auf 900 und der DHI, der war auf 35,61. Ja, eben fast 160 Punkte runter. Dieses Gap müsst ihr natürlich, wenn ihr mit den Dow Jones tradet am Nachmittag, dann betrachten. Aber eben ein Upgap, es ist dann nie garantiert, dass das gerade geschlossen wird. Aber was fast garantiert ist, wenn wir mit einem Downgap eröffnen, geht es meist noch ein bisschen weiter nach unten. Also auch beim Dow Jones, wenn der heute tiefer als gestern startet, dann kann sich die Schlittenfahrt nach unten fortsetzen. Ihr müsst das so vorstellen, es ist nach unten haben wir viel mehr Schuss. Dann US 500, sehen wir das Gleiche. Wir kommen runter. Wie weit ist jetzt noch die Frage? Das ist natürlich immer etwas Schwieriges. Ich tendiere immer, das zu früh glatt zu stellen. Das sind alles Durchlaufende. Ich habe da vom US 500 keinen nicht durchlaufenden. Was könnten die Ziele sein? Da vielleicht auch noch im DAX schauen. Wir könnten da bis zum Point of Control fallen. Zum Beispiel 15,550. Das wäre ein mögliches Ziel. Auf jeden Fall muss man das ganz genau betrachten. Dann Nasdaq, das ist der nicht durchgehende Nasdaq, da auf Rekordhoch. Der wird natürlich auch runterkommen. Ich habe jetzt da keinen durchlaufenden. Und der SMI da auch rekordverdächtig. Ja, der ist wirklich rekordverdächtig. Der wird natürlich auch wieder runterkommen. Saisonal, das habe ich ja gesagt, saisonal müssen die Indizes einfach runterkommen. Und da sehen wir China ein riesiges Gap Down mit Schwung, mit weiterem Schwung, da sogar die Strecke schon gleich wie das Gap Down. Dann auch der CSI 300, die sind ja schon sehr schwach gewesen. Und jetzt wird Europa und natürlich USA eingeholt von dem schwachen China. Das ist jetzt überfällig. Dann DXY, der Gelddruckindikator. Heißt, was da gefährlich ist, dass der sinkt momentan. Er ist aber generell hoch. Da aufpassen, wenn der rasch sinken sollte, könnten sich die Indizes wieder erholen. Dann die US 10 Years, der Zinssatz immer noch sehr niedrig. Also wenn der fällt, dann sollten eigentlich keine Inflationserwartungen da sein. Und wir sehen hier ein schönes symmetrisches Dreieck mit Ausbruch nach unten.
Also da könnten wir allenfalls auch noch ziemlich tiefere Kurse sehen, was immer das bedeutet. Also ein Szenarium wäre, dass gar kein Kaufinteresse mehr an US-Staatsanleihen vorhanden wäre und dann der große Crash käme. Also dass irgendein Ausbruch ganz tief nach unten könnte auch gefährlich werden. Ein Ausbruch ganz stark nach oben könnte natürlich Inflation bedeuten. Dann der Euro-USD, da wieder leicht am Steigen. Der kam aber recht tief runter. Wichtig, Gold immer fast am gleichen Ort, Silber auch. Dann noch Bitcoin. Ui, Bitcoin ist jetzt gewaltig gestiegen. Ja, da haben ja mehrere gesagt, man sollte hier einsteigen. Also ich trade Bitcoin nicht. Die hatten anscheinend absolut recht. Natürlich, Ethereum ist sicher gleich gestiegen. Ja, steigt auch. Könnte sein, dass jetzt Bitcoin, das zwar normalerweise immer parallel läuft, jetzt als sicherer Hafen gelten kann. Gut, dann schauen wir noch schnell Yen an. Der Yen fällt, die Risikobereitschaft für Aktien sinkt. Wir sind aber noch nicht auf der 109er. Die 109er gilt gemeinhin als Grenze. Gut, jetzt, ich kann jetzt dann nicht genau sagen, wie weit es nach unten geht beim DAX. Aber ich würde da, könnte da gut sein, dass da die ehemaligen Gaps geschlossen werden, dass wir da jetzt wieder rasant runterkommen. Schauen wir das mal in einer größeren Zeiteinheit an. 4 Stunden. Ich habe da. Da 1. Ja, das habe ich, da habe ich das Ding vom Allzeithoch eingezeichnet. Das Fibo-Retracement. Das erwische ich jetzt nicht. So, jetzt. Wenn man das an diesen Trog ansetzt, der wurde genau gefüllt. Ah, dann könnte man schon, man könnte da rechnen bis zum 61er Retracement. Wir sind dann aber noch nicht mal am 78er. Und ich warte ohnehin mal 8 Uhr ab. Also da einfach heute ziemlich sicher Short, Ziel unsicher. Und ja, aber da auch wieder der Trog wurde gefüllt. Diese Symmetrieziehen sind wichtig und in Downgaps werden oft fortgesetzt. Gut, das war's bei Swiss Trader. Schauen Sie noch meinen Film an, den ich gestern gemacht habe über Gaps. Tschüss, bis später. Ich komme dann noch ins Live-Trading.